grüße euch im neuen Jahr. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Alle sind gesund. Und wie ihr wisst, nach den Weihnachten ist das immer ein bisschen ein Problem. Zumindest mir geht's so. Man rammt die Weihnachtssachen weg und auf einmal ist alles leer. Und irgendwie weiß man nicht so recht, was soll man machen, bis Ostern ist noch weit hin. Übergangszeit, man will nicht allzu Großes hintun oder weiß ich was. Und ich möchte euch heuer sagen, was ich gern mache. Ihr wisst, ich habe so eine verschiedene Schalen, die habe ich schon sehr lang. Aber bitte, wenn ihr das nicht habt, einfach umdenken auf runde Schalen oder auf einen großen Topf oder irgendwas. Ganz egal, was ihr habt oder was euch gefällt. Ich möchte ein bisschen eine Deko machen, was nicht unbedingt nur Frühling ist, sondern mit einer Phalaenopsis und einer Amaryllis. Die sind eigentlich zeitlos, ist eigentlich elegant. Und ich möchte das ein bisschen rustikal dekorieren. Und was man dann auch umändern kann, zum Beispiel österlich irgendwas dazu aufgetan, weil das bleibt sehr lang. Ich weiß, die Frühlingsblüher sind sehr beliebt, nur ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir im Wohnzimmer, wir haben einen Kachelofen und da schwankt es oft von 19 Grad bis 25 Grad, so tageweise. Einmal ist mehr einkatzt, einmal ist nicht einkatzt. Und da sind die Frühlingsblüher einfach, die halten ein paar Tage und dann sind sie weg. Und bei uns, wie ihr vielleicht bei den Posts schon gesehen habt, es ist wirklich noch Winter, es ist kalt, wir haben noch Schnee. Ich kann die Sachen nicht aussetzen oder irgendwas, die sind dann einfach hin und das ist mir wirklich zu schade. Deswegen tue ich gern in der Übergangszeit einfach sowas, ja, ein bisschen exotisch, ein bisschen mit der Amaryllis dekorieren. Ich finde, es passt immer und wie ich das mache, zeige ich jetzt. Okay, so, wie ich das Ganze anfange, unterhalb vielleicht ein bisschen Drainage oder irgendwas eingeben, wenn es nicht abrinnt. Und dann die Phalaenopsis nehme ich immer mit Topf, weil der keine normale Erden braucht, sondern wirklich nur das Granulat, was da drinnen ist. Und die normale Erden, die Pflanzen einfach absticken. Deswegen gebe ich den mit dem Topf ein. Natürlich schauen, was ist vorne, was ist hinten, das sieht man da sehr gut, das ist die Rückseiten. Ich muss natürlich die Vorderseiten zu der Ansicht geben. Wie immer sagt, jede Blume hat ein Gesicht. So, also von der Höhe passt es auch. Dann fülle ich das einmal ein bisschen mit so einer Zimmererden auf. Das ist eine Zimmerpflanzenerden. Die kann man dafür wunderbar verwenden. Ihr könnt das natürlich auch nur mit Moos oder so auskleiden. Geht natürlich auch. Ich habe mich extra für Erden entschieden, damit ich es dann auch wieder umtun kann. Ich lasse das dann als meine Pflanzschalen. Und wenn etwas verblüht ist, dann kommt wieder was Neues dazu rein. So habe ich lange Freude damit. So. Die Amaryllis nehme ich aus dem Topf, weil der kann ruhig Erden haben. Also bei der macht das nichts. Jetzt muss ich rundherum ein bisschen runtergeben. Der kommt da unterhalb rein. Und ich finde, das schaut genauso richtig frühlingshaft aus. Das ist eigentlich ein Allrounder, was schon im Winter oder zur Weihnachtszeit ist, aber auch im Frühjahr mag ich das sehr gern, weil es einfach das Frühlingshafte symbolisiert. Was da unten rauskommt, der ist schon in voller Blüte und der kommt ja erst später. So habe ich automatisch sehr lang etwas, was blühend ist und erinnert trotzdem an Frühling. Jetzt mache ich ein bisschen ausgeschaut. Und da kann man ja ruhig die Knollen und das sägen. So. Es gibt sonst auch die gewachsten, die kann man auch einfach drauflegen. Habe sicher auch schon gesehen, die gewachste Amaryllis. Ich mache es diesmal aber klassisch mit Erden. So, schön andrucken, damit es auch einen schönen Halt hat. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen eigen, aber das muss jeder selber entscheiden. Natürlich, wenn einer gerne die Frühlingsblüher hat, das soll keinen abhalten oder irgendwas. Mir ist es, wie gesagt, einfach schade, weil ich sie noch nicht aussetzen kann. Bei uns ist einfach die Winterzeit wirklich lang, weil wir etwas höher oben auf der Alm sind. Weiter unten kann man sie ja dann schon ausgeben und die überleben. Nur bei mir herum hat das einfach wirklich keine Chance jetzt. Und deswegen ist es mir schade, das zu verwenden. Wie ihr seht, ich habe ein paar so Primerl oder so Sachen. Da herunten geht das. Da ist die Temperatur ziemlich gleichmäßig, aber eben im Wohnbereich ist das bei uns ein bisschen schwierig. Und da muss man eben immer wieder anpassen. Das sind nur so kleine Ideen, aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile eh schon. Wenn einer gleichmäßige Temperaturen hat oder nicht so warm, geht das ohne weiteres mit den Frühlingssachen. Ansonsten finde ich es einfach ein bisschen schade. Was ich jetzt
da, da mache, ist ein bisschen Moos auflegen. Wenn ihr noch Moos habt, was zum Beispiel vor der Weihnachtszeit oder so ist, das wird dann trocken und schaut dann nicht so schön aus. Dann einfach über Nacht, ich habe da eine alte Schalen, ich habe das einfach, seht ihr da das Wasser, in Wasser eingelegt. Dann sauft sich das Moos wieder an und es kriegt wieder die schöne Farbe zurück. Es schaut wieder ganz frisch aus, ich kann das wieder wunderbar auflegen und wunderbar verwenden. Also die Sachen nicht wegschmeißen, weil man glaubt, das ist einfach trocken. Gebt es einfach in Wasser rein und ihr kriegt wieder ein schönes Moos. Das sauft sich wunderbar an, auch wenn es noch so trocken ist. Das war jetzt wirklich ganz getrocknet oder? Und ich habe es über Nacht drinnen gelassen und jetzt habe ich wieder ein wunderbar frisches Moos. Also sowas ist nie verhaut, wenn man ein bisschen mehr daheim hat. Das kann man immer wieder weiterverwenden. Ein bisschen ausdrucken und schon habe ich wieder etwas Frisches. Dann brauche ich es nicht neu kühlen gehen oder kaufen wieder. So. Falls ihr da ein bisschen eine Geräusche hört, unser Schnurli ist heute mit von der Partie. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Der ist schon ein bisschen gewachsen, ist schon ein bisschen größer geworden, verspült findet was. Und ist wie so ein kleiner Hund, bleibt natürlich nicht hinten. Aber ich glaube, es ist okay. Es stört, glaube ich, niemanden, wenn der da ein bisschen mit dem wurschtelt. So, ich habe das Moos ein bisschen verteilt. Ihr könnt es natürlich auch ganz voll machen, je nachdem, wie es einer mag. Und dann gebe ich so eine Efeu-Ranken auf. Das sind ein bisschen dickere Ranken. Wie ihr seht, die sind angehaftet, die waren da vom Baum oben. Die haben ein bisschen einen stärkeren Ost. Und das gefällt mir da sehr gut dazu. Das zeigt auch noch ein bisschen den Natur, den Winter an, so den eleganten dazu. Kommt das richtig rustikal um und das gefällt mir sehr gut. Die Schalen ist nämlich, die war ursprünglich schwarz. Ich habe sie ein bisschen weiß drüber gesprüht, damit es nicht ganz so hart ist. Ihr wisst, das tue ich immer gerne ein bisschen mit irgendwo sprühen. Aber da kann man ganz viel verändern und wieder Sachen neu gestalten. So. Das wird einfach mit denen ein bisschen verziert. Dann habe ich wieder so Rinkenstücke. Da gebe ich auch noch ein bisschen zwischen eine. Einfach ein bisschen einschlingen, wo ihr glaubt, da passt. So, dass ein bisschen so ein Untergrund entsteht, wo man sagt, okay, so schaut es jetzt ungefähr in der Natur auch aus. Da liegt viel um und um, es ist noch braun, aber da kommt schon was Frisches außer. Nur ist es, wie bei mir gesagt, eben kein Frühlingsblüher, sondern eben die Amaryllis, weil die einfach holtert und ich finde, das passt einfach gut. Da habe ich noch so ein, ist zwar noch vor Weihnachten, aber passt mit dem Schwarzkontrast sehr gut dazu. Gebe ich auch dazu eine. Dann eine Lotusblüte. Das kann man immer wieder verwenden. Ich finde, das ist elegant irgendwo. Mit dem rustikalen Touch dazu passt das irgendwie recht gut. Dann habe ich mir noch eine Feder gerichtet. Das sind auch wieder die schwarz-grünen. Die kennt ihr von mir schon. Also die sind wirklich fast überall einsetzbar, weil sie in die Form schimmern. Und da mache ich die Deko auch noch ein bisschen drüber. Das schlinge ich einfach ein bisschen rundherum. Wie ihr seht, es ist eigentlich nichts Aufregendes. Es ist, die Sachen kriegt man eigentlich fast überall. Die Amaryllis, die gibt es fast bei jedem Discounter überall, eigentlich für wenig Geld. Viele Sachen kriegt man nämlich noch gar nicht da oder die Ware passt oft nicht da. Ich war jetzt ein bisschen schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Sachen sind recht günstig, aber wenn man es genauer anschaut, die haben einen Lieferschaden gehabt. Also das ist mir aufgefallen, was heuer ganz viel ist in die Discounter und so. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man auf die Spitzen oder so ein anderes Grün hat. Oder so wie da, es ist nicht perfekt. So wie da die Knospen, da merkt man, es sind keine oben, die hat einfach ein bisschen zu kalt gekriegt. Also das passiert halt sehr viel. Bitte genau schauen, wie, wo, was. Und das ist natürlich bei den Frühlingsblühen auch. Und deswegen, wenn so irgendwas ist, nein, kaufe ich das nicht da. Und weil das ist sowieso in ein paar Tagen hin. Aber da, das ist okay, das hat keinen Schaden genommen. Und deswegen verwende ich das auch. So, das ist eigentlich schon meine Deko. Ein bisschen eine Äste möchte ich noch. Ganz, ich habe da so Birken kurz geschnitten. Die tue ich mit einem Silberdraht umwickeln. Da mache ich auch ein bisschen so ein Bandel, kann man sagen. Mehrere. Und da schlinge ich auch einfach wieder drüber. Es ist eigentlich ganz was Einfaches, ganz was Klassisches, was aber trotzdem ein bisschen schon die Blüte, das Frühling symbolisiert. Ich bin ein großer Phalaenopsis-Fan, also bei mir geht das ganze Jahr. Ich weiß, es ist ein Exot, aber
Also, ich finde sie einfach schön. Mir gefällt sie und deswegen setze ich sie auch ein, wenn oft einer sagt, die Zeit ist nicht wirklich dafür. Bei mir ist die Zeit los. Bei mir passt die irgendwie das ganze Jahr, weil ich sie einfach so gern habe. Und da muss man eben schauen, was hat man gern, was gefällt einem. Man kann auch so Grundpflanzen ganz lieb so dekorieren. Muss nicht unbedingt das sein. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wo schon blühend sind oder grün sind. Einfach ein bisschen in der Schalen einsetzen, ein bisschen was dazugeben, ein bisschen dekorieren und schon habe ich eigentlich einen Blütengruß. Ist nicht unbedingt nur Frühling und schon habe ich was Frisches. Es blüht, es ist was Grünes, es ist ein bisschen noch, ich sag mal, ein bisschen wild, ein bisschen erdig, es hat Äste dabei, also was im Frühjahr auch so ist. Ja. Und wenn ich später dann will, kann ich das noch immer ein bisschen österlich machen. Ich kann ein liebes Bandel dazu reingeben, wenn ich will. Kann ich da noch überhängen oder einschlingen, wäre auch noch möglich. Fällt mir recht gut, gebe ich noch dazu. Und eben auf Ostern umdekorieren. Oder mir gefällt es nicht mehr, ich gebe das dann außer und irgendeine andere Pflanzen, wenn ich weiß, die Zeit passt und ich kann das dann wieder weiterverwenden oder die war ist wirklich super schön, dann tausche ich das einfach aus. Also das mache ich gern. Das ist eben ein bisschen also eine kleinere Deko, was eigentlich gut wirkt, was die Sehnsucht nach dem Grün, nach dem Frischen schon ein bisschen befriedigt, aber eben noch nicht so was Großes, weil Osterdeko kommt sowieso wieder und deswegen mache ich das meistens so. Einfach eine Kleinigkeit, der Eyecatcher, der was schon einmal auffällt und das andere bleibt der Ball noch ein bisschen leer. Das muss man auch mal aushalten als Deko-Queen. Ich weiß noch, die Weihnachten, also mir fällt das irrsinnig schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weihnachten ist bei mir einfach so ziemlich alles dekoriert und dann tut man das alles weg. Es kommt an vor, also das ist komplett anders. Das ist alles leer, es kommt an nackt und kahl vor und dann versuche ich eben so irgendeine Kleinigkeit irgendwo hinzugeben. Wirklich einen Eyecatcher, wo ich sage, mit dem habe ich auch Freude, das ist grün. Und das andere muss ich dabei noch ein bisschen lassen, bis wirklich die Ostersachen kommen und ich dann wieder ein bisschen mehr dekorieren anfange. Ja, ich bin neugierig, ob es euch gefällt, wie es euch gelingt, das Zeit zum Überbrücken, das Kahle, das eigentlich, wo nichts was ist, bis die Ostern wieder kommen, man ein bisschen frischere Sachen wieder hat. Ja, ich hoffe, euch ist das ein bisschen Anregung, auch Inspiration. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, unser Schnurli tut einmal begutachten, weil das kommt dorthin, wo sie auch ist und das ist sich ein bisschen drauf gewöhnt, damit sie nicht gleich alles zerstört. Aber ich muss ganz ehrlich, das muss ich dazu sagen, ihr Weihnachtsdeko hat alles gehabt und ich war wirklich neugierig, was sie machen wird, weil sie war noch kleiner. Ich muss sagen, die war so brav. Die hat eigentlich wirklich bei der Deko nichts hingemacht oder irgendwas. Es ist nichts passiert. Also hätte ich mir nie gedacht. Danke, Schnurli. Tschüss.